Die Pariser Kathedrale Notre-Dame hat ihren goldenen Hahn wieder. Am Samstag wurde eine Replik des Tieres auf der Turmspitze der Kathedrale angebracht. Im April 2019 hatte ein verheerender Brand Notre-Dame schwer beschädigt. Der Spitzturm mit dem ursprünglichen Hahn war bei dem Feuer brennend vom Dach gestürzt. Der Architekt Philippe Villeneuve ist für den Wiederaufbau der Kirche verantwortlich. Er sprach zur Einweihung des Vogels von dessen Feuerflügeln. Sie seien ein Symbol dafür, dass die Kathedrale aus der Asche wiedergeboren werden kann, wie ein Phönix. Im christlichen Glauben steht der Hahn für die Rückkehr des Lichts nach der Dunkelheit der Nacht. Er ist außerdem ein Nationalsymbol Frankreichs. Der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich segnete die Figur, bevor sie an ihren Platz auf dem 96 Meter hohen Spitzturm der Kathedrale gesetzt wurde.